Viele Kulturen, eine Leidenschaft. Ich glaube, dass es für den heutigen Abend, für das, was wir heute feiern, kein besseres Motto geben könnte. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Integrationspreis, den wir heute hier als Deutscher Fußballbund gemeinsam mit unserem Partner Mercedes-Benz verleihen und das schon zum 6. Mal. Der Integrationspreis ist deshalb so wichtig, weil er signalisiert, dass wir über die vier Eckfahnen eines Fußballfeldes hinausdenken. Dass wir uns nicht nur zuständig fühlen für Training und Spiel, das bleibt immer unser Kerngeschäft, aber bei 6,8 Millionen Mitgliedern haben wir alle Themen, alle Probleme, die sich in der Gesellschaft bilden, auch in unserem Fußball. Und die Integration ist eines der wichtigsten Felder, nicht nur für den Sport, für den Fußball, sondern für unsere Gesellschaft. Und dass wir auch auf diesem Feld mit unserem Partner Mercedes-Benz zusammengehen, finde ich persönlich großartig, fast einzigartig. Ich glaube, es ist einfach immer wieder schön für alle Beteiligten, auch im DFB, aber ich denke auch für Mercedes, der diesen Preis so toll unterstützt, mit den hohen Sachwerten und Geldpreisen. Diese glücklichen Gewinner zu sehen und einfach Menschen, die sich ehrenamtlich für diese Aufgabe ins Zeug werfen und in ihrer Freizeit mit hohem Engagement in wirklich schwierigen Fällen dort immer aktiv sind, dass die hier geehrt werden. Die Menschen spüren die Wertschätzung, auch in der Art der Veranstaltung. Da ist es auch wichtig, dass dann auch drei Spieler von uns gekommen sind. Das zeigt einfach, dass sie eine Bedeutung haben und deswegen bin ich immer gerne hier. Ist toll. Also wenn man schon die Projekte gelesen hat, die Vereine, die Schulen, die Träger, die gesagt haben, wir leisten hier was gemeinsam, macht viel Spaß, finde ich toll und ist ein ganz toller Zusammenspiel auch aus Wirtschaft und aus Sport. Also ich denke, vor allem durch den Fußball, das war für mich ein einfacher Weg, in Gesellschaften reinzukommen und vor allem für mich dann die Sprache dann auch zu lernen. Das war dann teilweise so, dass ich zu Hause mit den Büchern was gelernt habe und ich durfte dann gleich im Fußballverein das umsetzen und die Leute haben mich dann auch sehr positiv aufgenommen. Die haben auch gesehen, dass ich mir Mühe gegeben habe. Deswegen waren sie auch sehr offen für mich und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung und ich hoffe, dass viele diese Erfahrung dann auch machen dürfen. Irgendwann bin ich halt in den Verein gekommen und hatte super Mitspielerinnen, die mir alles erklärt haben. Auch die Kultur, die Religion und die Sprache. Ich habe viel über Deutschland gelernt und so habe ich mich dann auch schnell integriert. Diese DFB macht so viel, also da gibt es keinen anderen Verband hier in Deutschland, der so viel macht für die Integration. Ob das jetzt die Sportplätze sind oder viel mit Schulen zu arbeiten, das kriege ich natürlich mit und war ja auch schon an einigen Schulen und habe auch bei den Sportplätzen da, die gebaut wurden, war ich ja auch dabei. Von daher kriegt man das mit, das ist natürlich selbstverständlich. Integration beginnt mit der Ansprache der Jugendlichen. Integration heißt nicht, wie heißt du, wo kommst du her, sondern dieser respektvolle Umgang mit jungen Leuten, mit denen ich ja tagtäglich zusammenarbeite, einfach sich auf eine auf Augenhöhe zu bewegen und nicht so diesen großen Macker spielen und sagen, naja, ich bin der und der, wer bist du? Nein. Du bist in meinem Land, du willst die deutsche Sprache lernen, ich helfe dir dabei, die Sprache zu lernen. Vielleicht kannst du mir Türkisch beibringen. So ist Integration, auf Menschen zuzugehen. Das ist für mich gefühlte und getane Integration. Es ist doch für Kinder kein besserer Ansporn, als zu sehen, dass Mesut Özil, Jerome Boateng, Sami Khedira, Ilkay Gündogan, dass die oben in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Einige Familien, die sind unglaublich stolz, dass sie jetzt den Adler auf der Brust tragen. Gerade Kinder mit Migrationshintergrund, die sehen, es ist möglich, einen solchen Weg zu gehen. Integration geht tatsächlich bei den Allerkleinsten los und hört bei den Allerältesten auf. Das heißt, Integration ist bei uns eigentlich als Wort gar kein großes Thema. Integration ist bei uns Normalität auf dem Fußballplatz und so wollen wir das auch verstanden wissen. Für uns ist eigentlich ein Begriff wie Respekt oder ein Begriff wie Toleranz viel wichtiger. Ja, das ist für die Stadt, für die Menschen vor allen Dingen, die sich für die Integration einsetzen und für die Integration über Fußball einsetzen, halt eine totale Ehre. Macht uns unheimlich stolz.
Und ich freue mich vor allen Dingen als Oberbürgermeister für all diejenigen, die in ganz unterschiedlichen Projekten genau daran arbeiten, über Fußball Integration möglich zu machen und aus der Vielfalt, die da entsteht, so eine Stärke zu entwickeln, dass alle Spaß dran haben.